Meine liebe Bücherfreunde, Johannes Kepler war einer der bedeutendsten Astronomen überhaupt. Und aus diesem Grund sind viele Planetarien, Sternwarten nach seinem Namen benannt. Aber nicht nur Sternwarten, sondern auch Schulen, Gymnasien und Universitäten tragen seinen Namen. Dabei war seine Kindheit, seine Schulzeit überhaupt nicht leicht. Er war oft krank als Kind und wenn er dann gesund war, musste er sehr viel am elterlichen Bauernhof arbeiten, sodass er in der Schule kaum weitergekommen ist. Im Jahre 1577 gab es ein besonderes Ereignis im Himmel. Ein Riesenkomet war zu sehen, der wie einen Schweif trug. Und viele Menschen zur Zeit von Johannes Kepler hatten Angst, was dieser Komet denn bedeuten könnte und was der für Böses bringen konnte. Johannes Kepler war zu dieser Zeit 6 Jahre alt und er hat den Kometen ganz anders betrachtet. Er hat schon als Kind an Gott geglaubt und er hat das Gefühl gehabt, Gott würde ihm zuwinken mit Hilfe dieses Kometen und würde ihm einen Gruß aus dem Himmel senden. Und dieses Ereignis in seinem Alter von 6 Jahren, das hat in ihm die Neugierde geweckt, die Sterne und Planeten zu studieren. Er hat dann ein Stipendium bekommen, um an der Universität zu studieren, aber er hat sich für Theologie entschieden, weil er an Gott geglaubt hat, hat er gedacht, der beste Beruf für ihn sei es, Prediger zu werden, um den Menschen von Gott zu erzählen. Seine Professoren jedoch haben sein außergewöhnliches Talent für Mathematik erkannt und haben ihn dazu ermutigt, nicht Pastor zu werden, sondern Mathematiklehrer. Und sie haben für ihn dafür eine Stelle gefunden, und zwar in Graz Mathematik zu unterrichten. Und nebenbei wurde ihm erlaubt, astronomische Forschung zu betreiben. So ist Johannes Kepler nach Graz gekommen im Jahr 1594 und deswegen hat Johannes Kepler so einen starken Bezug zu Graz und überhaupt zu Österreich. Er hat dann unterrichtet, aber diese Zeit kurz vor dem Jahr 1600 war geschichtlich eine schwierige Zeit, weil es die Zeit war, wo die Reformation an ihrem Höhepunkt war, aber schon am Horizont die Gegenreformation zu sehen war. Während er am Anfang noch evangelische Gottesdienste besuchen konnte, wurden diese in Graz verboten und zwischenzeitlich musste er und manche andere evangelische Leute sogar Graz verlassen und sie haben Unterschlupf gefunden bei einem Adeligen im Westen von Ungarn. Johannes Kepler durfte aber wieder zurückkehren, weil er so ein begabter Forscher und Wissenschaftler war und so konnte er noch weitere 2 Jahre in Graz bleiben. Aber im Jahr 1600 wurde dann die Gegenreformation so stark, dass auch er Graz verlassen musste. Sein Wunsch war, zurückzukehren nach Württemberg, aber in dieser Zeit waren die Konfessionen so verfeindet, dass ihm das zum Problem wurde. Er war evangelisch, aber er war den Evangelischen nicht evangelisch genug, weil er nie sich gegen die katholische Kirche ausgesprochen hat. Und so war er auch in Württemberg, in seiner Heimat, nicht mehr erwünscht. Glücklicherweise kannte er einen Astronomenkollegen, den Tycho von Prag, und so hat es ihm nach Prag verschlagen. Er dürfte als Angestellter bei diesem Tycho arbeiten, aber als dieser ein Jahr später verstarb, hat er seine Stelle übernehmen dürfen. So hat er auch die Gunst des Kaisers erlangt und wurde kaiserlicher Astronom. Dieser Teil seines Lebens ist natürlich Geschichte für Geschichtsinteressierte total faszinierend und ich konnte das gut einordnen in andere Bücher, die ich über die Zeit der Reformation gelesen habe. In dem Buch gibt es aber auch viele fachliche Bezüge zu den Forschungen von Johannes Kepler. Und wenn jemand interessiert ist an den Sternen, an der Himmelswelt, dann ist dieses Buch genauso spannend für diejenigen, die geschichtlich interessiert sind. Johannes Kepler hat viele Naturgesetze entdeckt und erforscht, die bis heute Gültigkeit haben. Und er hat die Umlaufbahn der Planeten berechnet und auch sonst viele mathematische Errungenschaften gehabt.
Zunächst hat er die Sterne nur mit freiem Auge beobachten können. Und sein Horizont wurde total erweitert, dass im Jahr 1610 sein Astronomenkollege Galileo Galilei ein Fernrohr benutzte, um die Sterne noch besser zu sehen. Und das hat seine Welt noch um ein Vielfaches vergrößert. Und so konnte er noch viel mehr Forschungen anstellen über die Planeten. In Prag ging auch seine Zeit zu Ende und er ist dann nach Linz gekommen. Darum gibt es in Linz heute die Johannes Kepler Universität und wieder ein ganz, ganz starker Bezug zu Österreich. Das Buch hat ein Mathematiklehrer geschrieben und er sagt in seinem Vorwort, er hat das mit viel Freude erforscht, das Leben von Johannes Kepler. Und er hat in der Schule mit seinen Schülern hat er diese Versuche nachgemacht, die Johannes Kepler vor 400 Jahren angestellt hat. Also ein sehr, sehr vielseitiges Buch für viele Interessensgebiete. Matthias Mross, Das Geheimnis der Planeten.